Parashu Asana, wörtlich die Stellung der Axt, ist die Stellung des Parashurama, eine Stellung eines Avatars von Vishnu. Raffaela zeigt, wie es geht. Zunächst setze dich gerade hin und dann senke den Oberkörper 45 Grad und hebe die Beine 45 Grad. Strecke den linken Arm nach vorne aus, halte dabei die Hand senkrecht nach vorne. Gebe dabei die rechte Hand auf die linken Oberarm oder Ellbogen. Atme dabei gleichmäßig ein und aus. Das ist Parashu Asana 1. Parashu Asana 2. Lege dich zunächst auf den Rücken. Dann hebe den Kopf und den Brustkorb hoch und gib den linken Ellbogen auf den Nabel und strecke den Arm weiter nach vorne aus. Dann hebe die andere Hand hoch und fasse mit der Hand an die Nase wie für die Wechselatmung. So bist du in Parashurasana 2. Manche sagen, dass du dabei die Beine heben solltest, und andere sagen, halte die Beine unten und vielleicht sogar die Lendenwirbelsäule unten.